Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid. Ich freue mich, euch hier wieder begrüßen zu können. Wir hatten uns das letzte Mal mit ein wenig Schabernack schon die Zeit vertrieben und beginnen jetzt mal ein bisschen den Ernst der Sache. Wir sollen ihn ja retten und nicht auf ihn schießen, also los geht's. Bin ich zu spät? Er lebt. Sie sind Kenneth Baker, Präsident von Armstech, nicht wahr? Keine Angst, ich hole sie raus. Oh, nein, nicht anfassen. C4. Eine ganz helle ist Snake ja nicht. Aber er hat gute Reflexe. Fass den Draht an und das C4 geht mit dem Alten in die Luft. Also du bist der, von dem der Boss andauernd spricht. Und Sie? Sonderkommandoeinheit Foxhound. Revolver Ocelot. Und der kann fuchteln wie ein Weltmeister. Ich habe auf dich gewartet, Solid Snake. Sehen wir mal, ob der Mann der Legende gerecht wird. Die Colt Single Action Army. Die beste Pistole aller Zeiten. 6 Kugeln tötet alles, was sich bewegt. Ich zeig es dir, darum nennen sie mich Revolver. Will der uns jetzt zum Duell herausfordern? Oh, ich muss husten, mein Güte. Zieh! Na, jetzt geht's ja richtig ab hier. Jetzt wird's mal lustig. Ja, Schnucki. So, wir haben ihn schon einmal erwischt. Hä, was mache ich denn? Oh, ich glaube, ich verballer hier ein bisschen zu scharf meine ganze Munition. Ja, schön für dich, ne? Freund. Okay. Naja, wir müssen jetzt hier ein bisschen im Kreis laufen mit dem guten Onkel Ocelot. Während der Opa in der Mitte stöhnt. Ja, verstecken hilft nichts. Wir wissen's. Oh, hier muss ich ganz vorsichtig. Wir dürfen natürlich nicht in diesen Draht laufen, der hier ist. Denn wir haben ja gesehen, da ist C4, das ist Sprengstoff. Und dann haben wir ein Problem. Besser, du beeilst dich. Hä? Der Alter hält nicht mehr lange durch. Na. Hä, wieso treffe ich den denn nicht? Wolltest du das nicht regeln? Das ist doch jetzt ein Scherz. Verarsch mich nicht. Komm. Okay, jetzt haben wir keine Munition mehr, großartig. Prall. Ich liebe den Karditgeruch. Weißt du, dieser Schwefelgeruch? Ah, hier erscheint wieder neue Munition. Wir können auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das probieren sollte. Wir können, glaube ich, auch eine Brenngranate werfen. Aber da darf man, wie gesagt, ganz vorsichtig nur sein. Wieso treffe ich ihn nicht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ah. Bam, 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 bam. Ach komm, das ist ja jetzt unfair. Ja, also sein großer, wir können hier natürlich auch hilfsbereite... Quatsch, wir können auch Hilfe erwarten, indem wir einfach wen anrufen. Stellen Sie bitte Dr. Hunter. Revolver Ocelot war Mitglied des Spitznaz. Nach Zerfall der Sowjetunion war er bei der russischen Steuerfahndung als Vernehmer. Danach ging er zum SVR, dem russischen Auslandsnachrichtendienst, der aus der Elite der KGB-Hauptstelle besteht. Meinen Quellen zufolge wollte er jedoch aus dem starren System des KGB ausbrechen. Dann hat ihn Foxhound rekrutiert. Er ist ein Revolverfanatiker und liebt Cowboy-Filme und Italo-Western. Er ist auch als Sadist bekannt. Beim Spitznaz lernte er die fortschrittlichsten Foltertechniken. Ja, er war richtig in Übung. Das Lubjanka-Gefängnis befindet sich direkt im KGB-Hauptquartier. Beim Revolver ist das Nachladen die gefährlichste Zeit. Aber er liebt diesen Nervenkitzel. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil. Erwischen Sie ihn beim Nachladen.
Sehen Sie auf dem Monitor die Anzeige seiner verbleibenden Kugeln, warten Sie auf den richtigen Moment und erledigen Sie ihn. Ist auch super gut, dass wir das tatsächlich sehen. Ist ja wie im richtigen Leben. Wir haben aber noch eine Waffenexpertin hier, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Anastasia Romanenko, schön mit Ihnen zu arbeiten, Solid. Hi, Anastasia. Sie sind die Atomexpertin, die der Colonel erwähnte. Genau. Ich kann Ihnen alles über Atombomben erzählen. Ich bin aber auch Militärberaterin und kenne mich gut mit vielen Waffensystemen aus. Man bat mich als Mitglied des Atomüberwachungsteams an dieser Operation teilzunehmen. Ich habe gern angenommen. Atomwaffen dürfen Terroristen einfach nicht in die Hände fallen. Ich hoffe, wir können sie aufhalten. Na ja, mal schauen. Terroristen, übrigens, die das ernsthaft Atombomben zünden wollen? Das kann die Welt doch nicht einfach so zulassen. Das, was sie da im Mund hat, ist eine Zigarette. Ich kann Ihnen von hier aus nur mit Informationen helfen. Ja, das reicht uns doch. Das wird doch hoffentlich reichen. Ein Soldat mehr würde hier auch nichts ändern. Ich arbeite gerne mit Ihnen zusammen, Nastascha. Ganz mal. Ja, das ist dieses Geplänkel, was wir im Grunde schon vorher gehabt hätten, wenn wir sie vorher schon mal angerufen hätten. Wer benutzt einen einfachen Armee-Revolver? Der erste wurde 1873 hergestellt, vor über 130 Jahren. Die werden noch in geringer Stückzahl fabriziert, aber nur für Sammler und so. Niemand benutzt sie mehr im Kampf. Der größte Nachteil bei Revolvern ist die Nachladezeit. Das ist ihre Chance. Tja, der Ocelot ist eben was ganz Besonderes, wie wir schon feststellen. Er ist ja auch in der Metal Gear Laufbahn, sage ich jetzt mal, ein sehr, sehr wichtiger Charakter. Ja, ich habe bis leider gerade keine Munition, um dem Schätzchen hier Einhalt zu gebieten. Dann müssen wir nochmal eine Runde rumrennen. Hoffentlich erscheint jetzt hier wieder Munition hier oben. Ja, sehr gut. Oh, und wieso trifft der? Oh, ich sollte vielleicht mal meine Rationen ausrüsten. Och. Hat der gerade Moment gesagt? Ich warte hier nicht auf den. Der sich mal auskäst. Hä? So, meine Güte, also ich stelle mich hier auch an. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Leute, das tut mir ja fast schon wieder leid. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir den Baker hier in der Mitte nicht treffen. So, meine Güte. Nein! Oh, dieser Kampf dauert sowas von unnötig lange schon wieder, weil ich das hier nicht gebacken kriege. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich muss mal sagen, im Vergleich zu meiner Lebensanzeige und seiner Lebensanzeige ist das ja wohl ein Witz. Und er kann ja Kugeln auch noch abprallen lassen. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Verstecken hilft dir nicht weiter. Wir verstecken uns doch gar nicht. Wir haben bloß einfach keine Munition mehr. Im Moment, hier wird nicht gewartet. So, in den Rücken geschossen. So machen das echte Helden. Na, so zwei, drei Schüsschen noch. Dann müssten wir ihn haben. Zum Glück erscheint hier immer wieder neue Munition. Sonst wüsste ich nicht, was ich hier machen soll. Yay. Ein Schuss noch, dann... Oh! Oh, jetzt haben wir den Alten erwischt. Wir verstecken uns doch gar nicht. Jetzt ist er tot. Meine Güte, das war jetzt eine schwere Geburt. Genau das, was ich von jemandem mit demselben Code wie der Boss erwartete. Das ist mein bester Kampf seit langem. Aber ich fange erst richtig an. Ich glaube, er sagt hier, wenn man sich wirklich scheiße anstellt, sagt er auch was anderes noch. Ein Stealth-Anzug? Kannst du nicht mal richtig sterben? Du hattest Glück. Wir sehen uns wieder. Wer sind sie? Ich bin wie du. Namen. Dieses Exoskelett. Ja, sympathischer junger Mann, würde ich sagen. Überhaupt nicht verrückt oder so. Nee, ach. Wer zum Teufel? Können Sie sprechen? Wer sind Sie?
Keiner von denen. Der DARPA-Chef hat ihnen seinen Sprengcode gegeben. Was mit ihrem? Ach so, ich weiß. Jim hat sie geschickt. Sie sind vom Pentagon. Antworten Sie! Wir haben keine Zeit. Was mit Ihrem Code? Ich habe geplaudert. Was? Jetzt haben die Terroristen beide Codes und können jederzeit zünden. Ich habe mich gewehrt. Ich habe es Recommendis Kräften widerstanden. Er hat Ihre Gedanken nicht gelesen. Wieso nicht? Implantate in meinem Gehirn. Implantate? Eine Art mentale Sperre. Jeder mit Zugang zu streng geheimen Codes hat sie. Auch der DARPA-Chef? Natürlich. Der DARPA-Chef sagt, Mantis habe seinen Code durch Gedankenlesen erfahren. Haben Sie ihn auch richtig verstanden? Ja, da bin ich sicher. Wie haben Sie denn Ihren Code herausgefunden? Ich wurde leider nie im Widerstand zur Folter trainiert. Sieht aus, als hätte er seinen Spaß mit Ihnen gehabt. Er ist kein Mensch. Er hat jede Sekunde genossen. Was mit Ihrem Arm? Er hat ihn gebrochen. Dann sind Sie jetzt wohl quitt. Seiner wurde abgetrennt. Sie sind wohl ein Witzbold. Der DARPA-Chef, ist der okay? Tot. Was? Unmöglich. Jim, Sie haben uns hintergangen. Sie wollen mich ausschalten. Beruhigen Sie sich. Was ist denn los mit Ihnen? Ich bin hier, um Sie zu retten. Oh. Ich habe den DARPA-Chef nicht umgebracht. Er hatte einen Herzinfarkt oder sowas. Herzinfarkt? Seien Sie kein Narr. Was auch immer. Die Terroristen haben jetzt beide Codes. Diese Jungs sind total verrückt. Die zögern nicht eine Atomwaffe. Ich weiß, aber was wollen sie wirklich? Wer weiß, vielleicht sind die wie wir in der Rüstungsindustrie. Immer freuen wir uns auf den nächsten schönen Krieg. Nun, ich werde nicht zulassen, dass diese Verrückten einen Krieg beginnen. Haben Sie die Schlüsselkarten noch? Schlüssel? Um den Sprengcode außer Kraft zu setzen. Ich höre, Sie hatten sie. Nein, nicht mehr. Was? Wer hat sie dann? Doch nicht die Terroristen? Nein, diese Frau. Frau? Welche Frau? Eine Soldatin, die mit mir gefangen genommen wurde. Soldatin? Das muss... Sie sagte, sie wäre eine neue Rekrutin. Sie nahm sie gefangen, weil sie nicht an der Rebellion teilnehmen wollte. Neue Rekrutin? Vielleicht die Nichte des Colonels? Ich gab ihr die Schlüssel. Sieht so aus, als wäre sie entkommen. Ich hoffe, sie ist okay. Ich glaube schon. Sie ist neu, aber hart im Nehmen. Wie wissen Sie, dass sie entkommen ist? Wir waren über Codec in Kontakt, bis ich hier festgehalten wurde. Codec? Ja, sie stahl es der Wache. Wenn sie es noch hat, können Sie sie kontaktieren. Sie hat es bestimmt. Welche Frequenz verwendet sie? Oh ja, Moment, die ist... tut mir leid. Ich habe sie vergessen. Verdammt! Oh ja, sie ist auf der CD-Verpackung. Versuchen Sie, Verbindung aufzunehmen. Okay, sagen Sie, falls das nicht funktioniert. Wie kann ich den Abschuss der Rakete sonst verhindern? Suchen Sie Hal Emmerich, einer meiner Angestellten. Wer ist das? Der Teamleiter des Metal Gear-Projekts. Ein technisches Genie, aber ein ziemlich komischer Kauz. Wenn jemand das Aktivieren von Metal Gear verhindern kann, dann ist er's. Und wenn ihm nichts einfällt? Dann müssen wir es zerstören. Emmerich weiß, wie man Metal Gear zerstört. Wo ist dieser Emmerich? Nun, er wird wahrscheinlich im Sprengkopflager festgehalten. Das ist nördlich von hier. Dort hat er gearbeitet. Ich verstehe. Aber warum Metal Gear? Das nukleare Zeitalter ging doch mit der Jahrtausendwende vorbei. Da irren Sie sich. Die nukleare Bedrohung ist nicht vorüber. Heute ist sie größer als je zuvor. Die Menge an verbrauchtem Nuklearbrennstoff und Plutonium steigt ständig an. Auch heute. Haben Sie je ein Lager voll von Atommaterial gesehen? Nein. Fässer über Fässer voll von Atommüll, soweit das Auge reicht. Das Zeug kann noch immer nicht richtig entsorgt werden. Also machen die einfach den Deckel zu und tun so, als löse sich das Problem von selbst. Im Endeffekt ja. Und selbst das Lagern wird schlecht gehandhabt. Viele der Fässer korrodieren und der radioaktive Inhalt sickert aus. Unglaublich. Nicht nur das. Jährlich werden kiloweise Schwund verzeichnet. Schwund? Ungeklärte Fehlmengen. Es beweist, dass ein großer und gut organisierter Schwarzmarkt für radioaktives Material existiert. Außerdem sind seit Ende des Kalten Krieges insbesondere russische Atomingenieure arbeitslos und ohne Aussichten auf einen Job.
Mit anderen Worten, es gibt Material und Wissenschaftler zu Genüge, um eine Bombe herzustellen. Wir leben in einem Zeitalter, wo jedes Kleinland ein Atomwaffenprogramm betreiben kann. Und wie steht es mit den anderen Supermächten? Russland und China unterhalten noch stets eine bedeutende Atompräsenz. Totale nukleare Abrüstung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für unsere Abschreckungspolitik benötigen wir eine Waffe von absoluter Schlagkraft. Sie meinen Metal Gear? Ja, unsere Industrie hat ziemlich unter den Kürzungen im militärischen Bereich wegen dieses sogenannten Friedens gelitten. Ich habe viel über Fusionen und Übernahmen bei den großen Rüstungsfirmen gehört. Ja, und nachdem eine Firma den Auftrag für die nächste USAF-Jägergeneration verloren hatte, blieb uns mit Metal Gear eine letzte Trumpfkarte. Deswegen wollten wir Metal Gear als schwarzes Projekt entwickelt haben. Schwarzes Projekt? Geheimprojekte aus dem Schwarzfonds des Pentagons finanziert. Man vermeidet da eine Menge Bürokratie und erhält eine gute Vorlaufzeit für die Waffenproduktion. Und keiner kommt dir in die Quere. Nicht mal die weichen Liberalen im militärischen Überwachungskomitee. Bestechung. Ich ziehe es vor, von gutem Geschäft zu sprechen. Egal, Metal Gear wäre nach Analyse unserer Übungsergebnisse offiziell genehmigt worden. Sie und Ihre Firma scheren mich nicht. Ja, von einem Grunzer wie Ihnen erwartet man nichts anderes. Hier, deswegen sind Sie doch hier, nicht? Was ist das? Eine optische Diskette. Ist alles drauf. Die Hauptfestplatte wurde bei der Schießerei zerstört. Dies ist die einzige Kopie der Daten. Was für Daten sind das? All die Daten dieser Übung. Stellen Sie sich doch nicht dumm. Deswegen sind Sie doch hier. Ich habe Sie bei der Folterung vor diesem Sadisten versteckt. Die wissen nichts von dieser Diskette. Bringen Sie sie zu Jim. Ihrem Boss. Hä? Ich gebe Ihnen auch meine Karte. Sie öffnet alle Türen der Sicherheitsstufe 2. Können Sie gehen? Nein. Gehen Sie ohne mich. Die haben mein Kennwort. Die wollen nichts mehr von mir. Noch eine Frage. Wer oder was war dieser Ninja? Es schien mir, Sie wussten etwas. Der Ninja? Das war Foxhounds kleines Geheimnis. Kleines Geheimnis? Ein Experiment der Genomsoldaten. Sie kennen ihn. Fragen Sie Dr. Naomi Hunter von Foxhound. Sie weiß mehr als ich. Naomi? Stoppen Sie sie. Wenn das rauskommt, sind meine Firma und ich erledigt. Was? Verwendet Metal Gear nicht bekannte Technologie? Metal Gear selbst schon, aber... Was? Da haben Sie mit mir gemacht. Nein, bitte nicht! Diese Mistkerle von Pentagon, die haben es tatsächlich gemacht! Wovon sprechen Sie? Sie benutzen sie um... Was zum Teufel? Colonel, hören Sie mich. Auch er ist tot. Keine Ahnung. Lügen Sie nicht. Sieht wie noch ein Herzinfarkt aus, aber... Eine Art Gift. Es gibt viele Medikamente, die in hohen Dosen Herzinfarkt verursachen können. Zum Beispiel Kaliumchlorid oder Dioxid. Aber ohne Autopsie können wir nichts Genaues sagen. Verdammt. Snake, Sie und Merrill müssen zusammenarbeiten. Kann ich ihr trauen? Mehr als Sie mir trauen können. Kontaktieren Sie sie! Snake, an Ihrer Position sind zu viele elektrische Störungen. Kurze Kommunikation wie mit uns ist möglich, aber normale Kommunikation wahrscheinlich nicht. Versuchen Sie, aus dem Bereich wegzukommen. Snake, reißen Sie sich zusammen! Naomi, was war dieses Ninja-Ding? Ein Mitglied von Foxhound. Nein. Sind Sie sicher? Ja, wir haben niemanden wie ihn in der Einheit. Stimmt das? Snake, ich verlasse mich auf Sie. Ja, nach langen, langen Sequenzen, nachdem ich den Kampf so ultra schick gemacht hatte,
muss ich jetzt anscheinend hier schon wieder den Part beenden. Tut mir leid, aber weiter geht's beim nächsten Mal, indem wir uns dann Meryl zuwenden. Die Dame heißt also Meryl. Ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!